Wir sind in der Garage Wetzikon. Ein Raum, wo man eben verschiedene Sachen kann feiern, wo es ja Konzerte und so weiter gibt. Und demal feiern wir. Dass Hélène Bisang ist gewählt worden als Parlamentspräsidentin. Sie ist jetzt ein Jahr lang ist sie die höchste Wetzikerin. Wir feiern hier 10 Jahre Wetziker Parlament. Ein Entwicklungsschritt für unsere lokale Demokratie, die in den letzten 10 Jahren sich wirklich maßgeblich entwickelt hat. Ich sage jetzt mal, was mich im Moment einfach gut dunkt. Das Parlament mit 36 Leuten ist recht gefordert. Es ist eine Chance, wenn man Parlamentspräsidentin ist, dass man etwas bewegen kann und dass man Nägel mit Köpfen machen kann und bei gewissen Themen vorankommen. Wetzikon ist nie perfekt, aber das ist bei allen Gemeinden und Dörfern am Schluss so. Das heisst, wir haben immer ganz viel Arbeit. Wir müssen uns ja auch den entsprechenden Entwicklungen anpassen, die zuerst mal aufnehmen, schauen, gibt es gesellschaftliche Entwicklungen und dann natürlich auch von der Grösse, vom Wachstum her von Wetzikon gibt es auch wieder immer neue Herausforderungen, sei das bei der Infrastruktur, das fängt bei Schulhäusern, Kindergärten etc. an, sei das auch die Verkehrsproblematik und so weiter. Und da sind wir vom Stadtrat ständig da, weil wir haben ja Vision 2040 entwickelt, wo wir sagen, wir sollen eigentlich gerne in Wetzikon arbeiten und aber eben auch gerne wohnen. Wir könnten eine Verbindung oder, von diesen verschiedenen ursprünglichen Dörfern schaffen. Wir könnten am Stadtleben so attraktive Aussenräume oder irgendwie schaffen, wo man gerne sich aufhalten. Nicht nur in der Badi Auslicke oder so an den Naherholungsgebieten, sondern auch in der Stadt innen. Wetzikon ist eine der autointensivsten Städte im Zürich Oberland oder im ganzen Kanton. Wetzikon ist attraktiv, aber Wetzikon kann noch viel attraktiver werden. Ich denke, es braucht viel mehr verkehrsberuhigte oder sogar verkehrsfreie Zonen. Man kann sagen, Wetzikon hat in der Politik sehr viel an Professionalität gewonnen. Ich glaube, man hat gegenüber der Gemeindeversammlung, die man früher hatte, ist der ganze politische Betrieb wirklich in der Qualität echt besser geworden. Am meisten kann man sich freuen an einer Ortsplanungsrevision, die läuft. An einer Ortsplanungsrevision, die partizipativ abläuft, wo die Leute mitmachen können, wo die Leute sich einbringen können im Planungsprozess. Oder im ganzen Prozess vom Stadtraum Masterplan Unterwetzikon, wo es darum geht, unseren ganzen Bahnhof neu zu entwickeln. Oder auch im Zentrum Oberwetzikon oben, wo es darum geht, das Zentrum neu zu gestalten, das Zentrum aufzuwerten und lebenswerter zu machen. Man sieht, dass in Wetzikon läuft an ganz vielen Orten ganz viel. Mein grösster Wunsch ist, dass sich die Leute treffen, dass das Stadtleben aktiv ist. Jetzt dann zuerst mal am Stadtfest, das Anfang Juni stattfindet. 3 Tage lang Begegnung pur, da mitten auf der Strasse, auf den schönen Plätzen, die wir haben, hier in Wetzikon. Am Stadtfest sollen möglichst viele Leute kommen, Wetzikon begehen, Wetzikon begegnen und sich untereinander begegnen. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Und auch all die Stände geniessen, sagen das kulinarische Stände, sagen das auch kulturelle Engagements oder sagen das auch Sachen von uns für die Stadtplanung. Weil gerade von der Stadtplanungsseite her gehen wir das erste Mal raus mit dem Masterplan Unterwetzikon und stellen das Projekt das erste Mal in der Breite vor. Wenn ich mir jetzt so überlege, dann freut man sich natürlich, wenn dann wirklich der Sommer kommt und Anfang Juni, 7. bis 9. Juni, wenn das Stadtfest ist, hoffe ich doch, dass dann der Petrus da mitspielt und uns ein paar Sonnenstrahlen und warmes Wetter schickt auf Wetzikon. Also am meisten freuen kann man sich natürlich, dass wir in 2 Wochen bald Stadtfest haben. Auf das freue ich mich schon ein paar, weil da gibt es ganz einen Haufen Angebote, zum Teil von Vereinen, zum Teil haben wir aber auch Konzerte, Veranstaltungen und natürlich auch einfach Festbetrieb. Und ich empfehle jeder Wetzikerin und jedem Wetziker hier am Stadtfest teilzunehmen.